10 Minuten später. Are you ready? Nein! Okay, dann warten wir noch. Der Detective-Spiel, ne, erinnert mich so ein bisschen an Sebastian von The Evil Within. Ich habe schon längst auf Aufnahme gedrückt. Willst du mich verarschen? Ja, dann mach ich das jetzt auch so. Aber ich bin noch nicht bereit. Nein, Spaß, okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Identity 5. Heute wollen wir uns... Hallo! Mit der Lea, bitte. Ja. Ja, und die andere ihr wisst ja schon. Heute wollen wir uns einen neuen Charakter kaufen. Und wir sagen jetzt uns nicht gegenseitig, welchen wir kaufen. Und wir wollen uns gegenseitig überraschen mit dem neuen Charakter. Und wir wollen heute auch mit dem neuen Charakter spielen. Weißt du, was ich scheiße finde? Dass man sich hier nicht draufsetzen kann. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ne? Okay. Also Leute, du kannst auch mit deinen Zuschauern. Wollen wir gegenseitig auf Stumm stellen, damit wir reden können? Okay, dann stellen wir uns kurz auf Stumm. Schreib dann einfach, wenn du fertig bist, beziehungsweise wenn du entstummt hast. Okay. So Leute, also sie kann mich jetzt nicht hören und ich kann sie jetzt nicht hören. Wie ihr es vielleicht mitkriegt. Und zwar kann dieser Typ, dieser Dude, hat ein Buch, womit er sich klein machen kann. Man kann hier Kostüme wählen. Ich habe jetzt mal das genommen, weil ich das irgendwann mal bekommen habe. Dann das Accessoire hinten am Pöpöchen. Also quasi die Windel. Und dann, das hier. Und dann halt sowas, was man halt machen kann. Ja. Und, naja, ich persönlich, also ich sage erstmal, was die alle können. Nein, scheiße, ich war so weit. So, der Dude kann, okay, das weiß ich selber nicht genau, was der kann. Die kennen wir alle, die können abballern. Die kennen wir auch mit den Roboter. Die öffnet in 4 Tagen, das ist die neue. Der kleine Bubi hier, der hat so einen Basketball. Wie ihr sehen könnt. Und damit kann er Leute am Rahmen, was ich aber jetzt nicht so praktisch finde, weil bis man sich mit der Steuerung da angewöhnt hat, da ist der Ball schon längst weg. So, dann die hier mit dem Zauberstab. Was die mit dem Zauberstab machen kann, weiß ich selber noch nicht. Die Wahrsagerin. So, kommen wir jetzt mal zu mein Favorite-Ding, den ich schon haben wollte. Und zwar kann man damit sich wegteleportieren. Aber wie Eiholin schon mal in einer Folge gesagt hat, ist sie sehr schwierig zu spielen. Dann gibt es hier die Lady mit dem Parfüm, was ich persönlich... Okay, sie hat entstummt. Was ich persönlich geil finde. So. Und dann gibt es noch den Pirat. Ja, sie ist ready. Dann haben wir das schon mal. Wie sie jetzt gerade selber mit sie redet. Oh Gott, also ich weiß das halt nicht. Also ich würde jetzt gerne einen nehmen, den ich jetzt noch nicht so oft hatte. So, haben wir jetzt 9 Charakter. Ich weiß, das ist schwierig. Ich bin gespannt, wie dieser Charakter sich spielen wird. Ich will mal kurz was gucken. Okay, die kostet nicht so viel. Ich will mal gucken, wie viel die kosten. Sie macht gerade Selbstgespräche, sondern auch gerade über. Oha. Sie war auf dem Schwarzmarkt. Oha. Oh, has not yet been perfected. So she came to the main in search of the formula search. Hey, warte mal. Ja. Okay, ich glaube, ich halt nehmen. Die sieht ganz süß aus. Glaube ich. Die spiegelt auch so ein bisschen meine Persönlichkeit. Okay, oh Gott, ich habe sie geholt. Scheiße, ich habe sie geholt. Ich habe sie geholt. Und hat ein schickes Kleid an. Okay, warte, ich mal kurz entstummen.
Okay, ich habe jetzt. Klar. Ich habe den Charakter. Du hast auch einen Charakter? Geil. Also Leute, ich will noch mal kurz sagen, warum ich sie genommen habe. Weil ich finde, das ist so einer, die anderen weiß ich so ungefähr, was die machen können. Und das ist halt so eine, beziehungsweise die ich halt schon immer mal haben wollte. Ja. Ich wollte die mal ausprobieren. So. Okay, ich bin gespannt, welchen du genommen hast. Ja. Ey, wenn wir den. Auch. Wenn wir denselben haben, ey, ich lach mich so ins Hemd, weil, Leute. Ja. Bei uns ist es so, wir haben wirklich Gedanken übertragen. Genauso wie mit Ich Spinne, also mit die Spinnenfolge. Und genauso Killermobbing, da hatten wir alles genau dasselbe, außer, also fast dasselbe, aber wir denken dasselbe und das ist so krank, weil wir uns nicht erzählen, welchen Titel wir nehmen oder so. Ja. Das ist krank. Einfach mal so instant den gleichen Folgentitel und meistens auch das gleiche Thumbnail, bloß was ich mich halt noch selber noch mit drauf pappe. Aber ohne uns vorher abzusprechen, ohne sonst was zu machen und. Dann auf einmal, ne, hauen wir unsere Folgen raus und dann BAMS, gleicher Titel, gleiches Thumbnail. Ja, okay. Oh Gott, ich bin so. Oh Gott! Alter! Ich bin mal gespannt. Könnt ihr live dabei sein? Okay, warte, wir machen auf drei. Warte, ich ziehe runter. Eins, zwei, drei. Gesagt. Aber ich sag noch so, ja, die spiegelt auch so ein bisschen mein Charakter wieder, weil ich auch gerne viele Parfüms mag und so. Ich auch, ich hab selber auch. Und ja, und das Parfüm sieht auch so ein bisschen aus wie das von Ariana Grande und da habe ich auch ganz viele von ihr. Und deswegen habe ich sie halt genommen und ja. Ich habe sie einfach genommen, weil ich halt gerne wissen möchte, was sie kann, wie sie spielbar ist und alles andere. Ja. Oh Gott. Oh, ich hab's noch gesagt, ey. Okay. Ich bin gespannt, was sie kann. Ich hab High Heels an. Geil. Ey, ja, ich hab drei Parfüm. Ich will nicht draufdrücken. Was kann? Hast du gelesen, was das kann? Ich hab gar nicht durchgelesen. Hallo! Ja, ich hab gelesen, dass sie das Parfüm vom Schwarzmarkt hat. Was kann das Parfüm? Drück mal drauf, bitte. Der Killer ist nämlich hinter uns. Vielleicht hilft das was. Warte. Okay. Dann ist eine Gestalt, die so aussieht wie ich. Ich weiß, ich hab's. Und dann weiß ich nicht. Hä, hey, okay, warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Nicht, dass das jetzt ein Fehlkauf war, ne? Also sie sprüht das Parfüm. Also sie sprüht sich selber mit dem Parfüm. Und dann ist da so eine Gestalt. Ich weiß, ich habe gerade selber gesprüht. Ja, aber was, hä, ich verstehe das nicht ganz. Ich auch nicht. Jetzt habe ich nur noch zwei und es hat gar nichts gebracht. Ich habe den Sinn auch jetzt noch nicht rausgefunden. Warte, ich muss mir das mal gleich durchlesen. Weil ich würde es dann ein bisschen assi finden, wenn es ein Fehlkauf war, weil dann werde ich Identity 5 Entwickler persönlich anschreiben. Aber das könnte dann auch der Grund sein, warum sie nicht oft gespielt wird, ne? Das kann sein, ja. Weil ich habe mich sowieso gefragt, warum spielt die denn keiner? Und Leute, wir werden die Figur, die wir halt gewählt haben, also in dem Sinne dieselbe, werden wir am Ende bewerten. Stimmt's? Gibst du mir da recht oder gibst du mir da recht? Ja.
Mach das mit dabei. Ah, was hast du da an deinem Pöpöchen? Ich habe echt noch nicht so den Sinn. Also ich habe jetzt zweimal gesprüht, ein Parfüm habe ich jetzt noch. Ja, ich verstehe es selber auch nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber ganz ehrlich, wenn es am Ende der Folge jetzt immer noch so scheiße ist und wir haben den Sinn noch nicht verstanden, ne, werde ich die Entwickler anschreiben. Ja. Weil das geht nicht. Ich meine, 3000 Puzzleteile oder sag ich mal aufgerundet 4000, die kriegt man nicht so einfach. Ach du Scheiße, die liegen ja beide. Ach, die eine steht wieder. So ein Parfüm ist, damit alles gut riecht, dann ist das ja nicht so hilfreich. Nee, ich finde das sowieso ein bisschen komisch, weil erstens, ich habe noch nicht einmal einen gesehen, der diese Figur spielt. Ja, ich höchstens zwei, dreimal, aber viele spielen die nicht. Ganz ehrlich, dann verlange ich meine Puzzleteile wieder zurück. Was die neue kann, die es in 4 Tagen gibt. Achtung, du hast Herzschlag. So, ja. Scheiße. Der macht direkt, das ist der Wahnsinn. Lass mich in Ruhe, du Spargel-Tarzan. Ich muss hier was ausprobieren, ja? Ich muss hier was testen. Dann kannst du mich nicht einfach so unterbrechen dabei. Das ist hier hohe Forschung, die ich hier betreibe, ja? Fick dich doch. Wollen wir jetzt die Runde verlassen oder wollen wir jetzt noch zugucken? Weil ich würde jetzt lieber gerne lesen, was das kann. Wenn ich ehrlich bin. Dann lese schon mal. Ich guck noch ein bisschen. Huch. Amadeus, Amadeus. Das ist und bleibt bei mir ein Amadeus. Für mich ist das der magere Tutanchamun. Ich weiß nicht, so vom Klamottenstil sieht das so aus? Keine Ahnung. Der schwule Tutanchamun. Der magere, schwule Tutanchamun. Huch, der Vogel kam einfach jetzt... Hä? Ja, aber wo da die Falltür ist, weiß ich wiederum nicht, ne? Doch, doch schon. Oh Gott. Amadeus, Amadeus. Die hat hier erstmal fett 2 Anhänge am Arsch kleben. Also wenn mein Zopf auch so lange in der Luft bleiben würde, so gewölkt wie seiner immer, dann, ne? Ja. Muss mal drauf achten. Ah, die können das wegmachen. Ach, die wartet jetzt, bis die andere stirbt. Oh, wie assi ist die denn? Echt jetzt? Ja. Oh, wie assi. Die steht jetzt... Na gut, jetzt nicht mehr, aber... Ja, sie läuft gleich wieder zurück, kann ich wetten. Auf jeden.
komm, lauf zurück, ich weiß es. Ich weiß, du willst es. Ah, da vorne, ich sehe. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Hä, warum... Vor allem, sie braucht die Gärtnerin nur noch anditschen und dann können ja beide wieder laufen, aber naja. Ah, jetzt ist er hinter ihr her. Huch! Hat man aber von diesen Dingern unendlich oder nicht unendlich? Also meine Freundin hat gesagt, sie hat davon nur drei. Es dauert eine Zeit, bis sich ein so ein Schild aufgeladen hat. Dann kommt eine 1. Dann dauert es wieder ein bisschen, dann kommt eine 2. Aber wenn sie dann 1 aufbraucht, dann hat sie halt nur noch 2. Quasi. Aber insgesamt sind es dann 3, wenn alle 3 aufgeladen sind. Und wenn du beim Generator diese Quicktime-Events hast, bei der Gärtnerin ist dieses Event ziemlich groß, also dieser Balken, wo man treffen muss. Und bei ihr ist der Hammer klein, sagt sie. Deswegen ist sie so schwierig zu spielen. Okay. Hm. Ja, Rohrholix wird noch gewacht. Der slendert rum. Slenderman 2.0. Boah, das wäre Slenderman in diesem Game. Oh, das wäre richtig krass. Aber ganz ehrlich, das wäre der dann, den ich mir holen würde. Ja. Gut, weil jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss mir das auch nochmal durchlesen. Weil irgendwie finde ich... ganz ehrlich, Leute. Und zwar muss man hier zu diesen... Puzzleteilen hier. Und die verdient man nicht so. Ein Ding da ist 10, ne? Und bis man da 4000 so hat, ne? Könnt ihr schon ewig spielen. Und diese Pyramiden kriegt man ja nicht immer. Und außerdem... ja, keine Ahnung. Da fällt mir nichts dazu ein, wenn ich ehrlich bin. Mysteriöses Parfüm vom Schwarzmarkt. Du musst auf das Parfüm da oben klicken, ne? Also halten, falls dir hilft. Hilft. Ah, vielleicht. Vielleicht ist es so ein Heilungsparfüm, wenn ich mir die Bildchen da oben so angucke. Blackout Special Physik. Ah! Wenn du da oben auf diese Items, sag ich jetzt mal, auf diese Perks drauf hältst, dann. Ja. Aber ich glaube, das muss. If she has a blackout and fails to calibrate a cipher machine, calibration progress will be reduced 3 times as much as normal characters. She's able to remember at the very moment. Her skill is active. She can choose to forget what has happened. And return to the moment when she sprayed her perfume. As the maker of this perfume, she can use this item more than other. Aber das verstehe ich da auch nicht. Sie kann es doch nur dreimal verwenden. Dreimal ist etwas wenig, finde ich jetzt. Also ich weiß jetzt nicht, was darunter viel ist. Ich weiß gar nicht, die Nurse, wie oft kann sie ihre Spritze benutzen? Unendlich oder auch nur 5-mal oder 3-mal? Wer, die Dings da, die Heilerin da? Ja, die Nurse, also die Krankenschwester.
Also, ich glaube, die kann das so fünfmal oder so verwenden. Also für eine Runde reicht das komplett. Ah, da war sie gerade. Da hatte ich nie Probleme damit. Also steht ja eigentlich immer da, ne? Ich kann mal kurz. Ja. Nicht. Naja. Vielleicht will ich das in der nächsten Runde mal ausprobieren, wenn einer verletzt ist, da den mal anzusprühen. Vielleicht klappt es da ja irgendwie. Können wir mal kurz ausprobieren? Vielleicht ist das ja gar nicht, um den Killer zu attackieren, sondern Heilungsprozesse, wenn wir verkackt haben beim Generator. Das ist irgendwie da, so, keine Ahnung. Ja, aber das verstehe ich dann wiederum auch nicht. Ich meine, da gibt es ja schon die Ärztin, die Doktorin da. Ja, eigentlich ist das dann irgendwie. Hätte ich das. Keine Ahnung. Also hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das jetzt nicht irgendwie ausgegeben. Naja, warten wir die Runde noch ab. Kritik oder Positivbewertung gibt es am Ende. Genau. Also, nochmal diese Ja, Runde. richtig zu testen nehmen. Test im wahren Stift sagt, sehr gut. Wollen wir dann wieder Dings fahren? I, das sieht ja hässlich aus. I, das sieht ja aus wie Arschbacken. Was sieht aus wie Arschbacken? Diese Dinger da im Zelt über die Tür, diese Masken da. Oh nee, nicht der. Ach, da bist du. Hallo. Komm hier zur Rutsche. Ich sehe dich da hinten. Nein, ich habe gar keine Chance, dir richtig zu testen, ey. Jedes Mal Hä? kommt gleich ein Kind. Ach, du sollst doch der. Alter, wie viele Spiele denn? Was? Wo bist Der hat mich von der Rutsche geschubst. Der Assi-Killer, der ist gefahren. Ich komme mal mit der Achterbahn zu dir. Wir gehen gleich sofort dann. Man kann das auch nicht wirklich testen. Bei dem klatschen wir gleich gar nicht. Aber ihm ist das für ein Vieh. Das ist so wie die Puppe da bei den Dingern da, denke ich mal. Ach so, ein Auge-Dings, der Bescheid gibt, wenn jemand ist. Oder es ist eigentlich eine Frau und ist sein ist ihr Dildo. Ja. Ja gut, wenn ich gleich down bin, gehen wir sofort in die nächste Runde, weil wir müssen sie noch getestet kriegen. Ja, sonst können wir keine Kritik ausüben. Ja, ist doch so. Ja, okay, dann lass ich mich sterben. Ach, der eine ist mit der Achterbahn gefahren. Ich wollte gerade sagen, warum slendert der denn so in der Luft rum?
So. Och, nimm dein Dildo mit, den braucht doch keiner. Die eine fährt hier erstmal volle Kanne Achterbahn. Ich seh's. Rückwärts. Am Rückwärtsgang. Hui. Hilfe, wer lieb. Du da hinten. Obwohl, nein, hilf mir nicht. Nein, nein, nicht helfen. Geh weg. Ja, so ist fein. Auch wenn ich das jetzt ein bisschen assi finde, aber okay. Wir sind auch nicht anders bei der Map. Ih, der Dildo sieht ja voll eklig aus mit dem Auge. Ist das so eine Kamera? Okay, dann sofort in die nächste Runde. Wir ziehen das LP sonst in die Länge. Aber echt, ey. Das können wir ja nicht machen. Nein, nicht zusehen. Oh, ich will doch nicht zusehen. Ich komme immer auf die falsche Taste. Immer diese falsche Taste. Das heißt jetzt Taste. Taste. Komm immer auf die falsche Taste. Unlike you. Hat einer geschrieben. Und zwar Hashtag YBanana. Wenn wir dann dieser Person, also dieser Parfümer-Dame da, schlechte Kritik geben, dann werde ich das kopieren, das Unlike You, und werde es dann halt in das Thumbnail klatschen. Okay. So. So, ich bin irgendwo. Ach so, ja, scheißen gleich, die Kackwurst drückt. Und außerdem habe ich jetzt ein Parfüm dabei. Das kann ich mir stinken. Ich habe schon wieder Instant Herzschlag. Ich schicke so, alles aus. Kackwurst einfach. Fertig. Und pscht, so gesprüht. Hä? Keinen Sinn. Aber okay. Ich ergebe auch keinen Sinn. Ist bestimmt der Geist, ne? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine lange Person. Ja, es ist der Geist. Ja. Relativ weit von mir entfernt. Willst du ihn dann retten gehen? Oder wir beide? Dann können wir zusammen das testen, weißt du? Ja. Der Killer geht auch, glaub, weg. Nee, doch nicht. Sah grad so aus. Ja, ich komme auch gleich. Kannst ja einen Schlag abnehmen, dann kann ich dich ja heilen damit. Was ist passiert? Jetzt muss ich mich beeilen, dass er mich nicht nochmal kriegt. Das wäre gut. So. Ich bin bei der Scheune, falls du kommen willst. Der Scheune, okay. Ich sehe den Killer da hinten. Ach da. Hallo. Ah, da bist du. Okay, warte, ich sprühe jetzt mal. Hä? Hä?
Ja, okay, dann probier du mal. Vielleicht kann ich mich ja selber irgendetwas. Also irgendein Effekt ist gerade gekommen. Aber ich bin immer noch nicht geheilt, hä? Willst du nochmal probieren? Dann warte mal, vielleicht muss man nochmal in die Stellung da gehen, die man war. Weißt du? Ich glaube, das stand da. Ich hab's auch wieder vergessen, was da stand. Okay, ich teste es nochmal. Ja, ich auch nicht. Also, ganz ehrlich, ich kann mir ja irgendwann mal noch ein YouTube-Video reinziehen, wo die das vielleicht besser zeigen oder besser erklären oder so. Aber sonst, ne, war ein Fehlkauf, würde ich sagen. Auch ohne ein YouTube-Video zu gucken. Das war ein Fehlkopf. Ach, wie scheiße ist das denn? Aber das ärgert mich gerade, ne? So viel aus. Oh, das ärgert mich gerade. Ja. Da haben wir so lange gespart. Und jetzt? Ich meine, guck mal, wie viel die vielte Folge ist das jetzt. Das Folge 14. Guck mal, 14 Folgen haben wir jetzt gespielt, um so viel zu erhalten, ne? Und das war ein Fehlkauf. Ja, dann kann ich das auch noch mal ausprobieren. So, zack. Kommst du mal mit? Wegen Heilung dann? Ich bin hinter dir. Dankeschön. Erstmal weg da. So, jetzt will ich das auch mal ausprobieren. Kannst mich heilen, bitte? Danke. So, irgendwie... steigt da nicht ganz... Ey, Killer! Scheiße. Wo bin ich? Die Luke ist da, wo ich vorhin saß. Schaffst du eh nicht mehr. Aha. Mach doch den Scheißdings nicht vor deiner Nase, sondern hinter deiner Nase. Jedes Mal. Ja, ich brauch gar nicht zu wickeln. Hä? Nun beende es jetzt. Also Leute, ihr habt's gesehen, wir haben uns einen neuen Charakter gekauft. Und jetzt kommen wir zu der Kritik. Du kannst ruhig anfangen, wenn du möchtest, Ayholin. Ja, also,
erstmal optisch. Also sie sieht hübsch aus, ne? Richtig ja. Schick und so. Allerdings ist sie auch recht auffällig. Ja, finde ich auch. Allein schon dieser ganze Schnickschnack finde ich so, also, ja. Ja. Sie hat zu viel Schnickschnack. Nun kommen wir zu dem Skill, den sie hat, in Anführungsstrichen. Wenn das überhaupt einer ist. Wenn das überhaupt einer ist, genau. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, irgendwie habe ich mir mehr davon versprochen, dass sie zum Beispiel das Parfüm den Claire in die Fresse sprüht, ja. Er kurz nichts sehen kann oder ja. Kurz, keine Ahnung, gestunt ist oder so. Aber nee, war nicht. Es hat auch keine Heilungsfunktion irgendwie. Und ich werde nicht schlau daraus und deswegen, ja, wäre ich eine Skala von 1 bis 10 machen würde, sagen würde, dann würde ich sagen, eine 3. Mehr ist das nicht. Also, lohnt sich nicht zu kaufen, es sei denn, man möchte optisch mal was anderes sehen oder spielen, eher gesagt. Aber lohnt sich für mich jetzt nicht zu kaufen. Aber ich habe es ja erst gekauft. Ja, also, ich sag jetzt auch mal was dazu. wie gesagt, wie du halt schon gesagt hast, optisch ist er halt, deswegen habe ich sie auch eigentlich genommen, weil ich halt auch mal was Neues haben wollte, ne? So was, ein neues Pep reinbringen in die Staffel von Identity 5. Hat auch ein bisschen gewirkt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, denn, ja, es bringt halt nichts. Wie gesagt, ich finde, das Parfümfläschchen ist eigentlich nur zur Deko da oder ich weiß es nicht. Ich dachte mir auch so, dass der Killer dann so eine Rauchwolke vor dem Gesicht bekommt und er sieht uns nicht und so. Aber ich weiß nicht. Also ich persönlich würde ihn nicht nochmal kaufen, was man überhaupt nicht kann. Aber ich finde, es ist jetzt ein Fehlkauf, außer wir sind zu dumm, um irgendwas herauszufinden. Aber ich denke mal nicht, dass wir so dumm sind. Ja, also findest du, es war ein Fehlkauf? Also ich finde schon. Also wie gesagt, ne, wie man es halt sieht, also vom Skill her ein Fehlkauf, optisch natürlich nicht. Ja. Aber ganz ehrlich, ja. Dann hätte ich, klar, es ist jetzt nicht falsch, es kann auch was Neues sein, ne? Aber wenigstens ein richtiges Item oder Skill, wie man es nennen will. Und dann vielleicht ein bisschen billigerer, weil die anderen, die wirklich so eine Knarre haben oder irgendwas anderes, ne, die kosten genauso viel und die kann, ich sag mal, gar nichts, sag ich mal, und ist dazu noch auffällig. Ja. Ja. Wie ihr sehen könnt, ganzen Schnickschnack da, dann das fette Ding da auf dem Kopf. Ja, also ich würde sagen, es ist ja eine 2. Ja, also von der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, so zwischen 2 und 3, ja. Weil, ganz ehrlich, noch nicht mal die Hälfte hat es geschafft. Es ist eigentlich nur die Optik, die wir gerade bewertet haben, finde ich. Ja. Weil, was kann man jetzt bei den Skills da jetzt bewerten? Man kann da gar nichts bewerten. Also die Schickimicki-Tussi kann schon mal nichts. Also wer schon mal daran gedacht hat, mal einen neuen Charakter sich zu kaufen und dann zu spielen, kauft euch bloß nicht die, weil die ist arschlos. Die ist nur optisch ein bisschen was, aber sonst kannst du die in die Tonne hauen. Ja. Ja. Aber es war mal was anderes. Ihr hattet auch mal wieder sowas anderes vor Augen, nicht mehr die gleichen. Das meinte ich auch, deswegen habe ich sie auch genommen, weil ich halt so was Neues halt reinbringen wollte. Genau. Und wir hoffen, dir hat die Folge trotzdem gut gefallen, auch wenn sie jetzt halt nicht so erfolgreich war. Und dann sammeln wir weitere Puzzleteile. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Genau. Bye, bye. Bye.